Die letzte Abgeordnete kommt von den Piraten, Zehra Tuskaya. Also, bevor ich zum Thema komme, möchte ich sagen, dass Teile unserer Fraktion sind eines persönlichen Vorfalls zu Opfer gefallen. Deshalb möchte ich, bevor ich zum Thema komme, unser allgemeines Mitgefühl für alle von rassistischer Gewalt Betroffenen aussprechen. Und obwohl es heute und während den 3 Tagen kein Thema war, sollten wir uns alle im Klaren sein, dass Rassismus immer noch herrscht und dass es nicht tolerierbar ist. Sehr geehrtes Jugendlandtagspräsidium, sehr geehrte Abgeordnete und sehr geehrte Zuschauer, vorab, ich bin ziemlich nervös, habe noch nie vor so vielen Menschen gesprochen, also verzeiht mir meine Fehler. Wie meine Kollegen bereits schon erläutert hat, sind wir die Piraten für das Schulfach Hauswirtschaft, was in allen Schulen und Jahrgängen unterrichtet werden sollte. Natürlich muss man sich auch über die Benotung dieses Faches Gedanken machen. Da kam ja auch eine Frage da auf. Also wir sind für keine übliche Schulbenotung, sprich die Noten von 1 bis 6, da dies unserer Meinung nach nur Leistungsdruck verursacht und den haben wir genug. Und auch Konkurrenzdenken. Außerdem können soziale und praktische Kompetenzen eines Menschen durch eine Zahl nur schwer eingrenzbar sein. Unsere Lösung ist eine pädagogische Einschätzung auf der Rückseite des Zeugnisses, in dem die persönlichen und individuellen Stärken des Einzelnen hervorgehoben werden. Somit wird auch das Selbstwertgefühl des einzelnen Schülers gestärkt. Und ich denke, Sie kennen das auch alle. In der Grundschule haben wir das gleiche Verfahren von der 1. bis zur 3. Klasse, wo keine Noten dastehen, sondern nur eine kurze Einschätzung des Lehrers. Wir finden, der theoretische Teil sollte natürlich nicht vernachlässigt werden, da er auch sehr wichtig ist. Aber wenn möglich, sollte man versuchen, möglichst praktische Aufgaben mit Bezug auf den Alltag mit einzubringen. Und zum Beispiel in dem Fach Mathematik haben viele nicht eingesehen bzw. bemerkt, dass man auch dort praktische Aufgaben erarbeiten könnte. Also zum Beispiel, wir kennen alle die Winkelberechnung, wir müssen es alle lernen. Und das könnten wir alle am Beispiel von existierenden Bauwerken zum Beispiel erlernen. Im Alltag andere nutzbare Aufgaben wären zum Beispiel, wie viel Geld muss ich für das alltägliche Leben einrechnen oder wie berechne ich überhaupt den Spritverbrauch des Autos. Zu den finanziellen Problemen, die gerade angesprochen wurden, finden wir, dass man Wert drauflegen sollte auf unsere Bildung und zum Beispiel könnten wir auch einfach die Gelder für die Waffenexporte streichen bzw. verringern und sie dann in unsere Bildung stecken. Also nochmal zusammengefasst, sind wir dafür, dass wir es als Fach einführen, da eine Themenwoche nicht ausreicht, da es zu viele Themenfelder sind. Die Themen sollten natürlich altersgerecht gestaffelt werden. Und ja, als letzte Rednerin freue ich mich, die Vorträge zu beenden. Und wir als Fraktion bedanken uns für die interessanten und lehrreichen Tage hier im Jugendlandtag. Applaus